Und damit, ja, ein frohes Weihnachtenfest, wie ihr es sehen möchtet, an diesem, ja, 24. Dezember. Ich wollte gerade September sagen, ich weiß gar nicht warum. Und ja, ich habe, wie ihr seht, Minecraft als Hinterkulisse genutzt. Weil ich finde, da man ja hier sehr viel bauen kann und machen und so. Ich habe jetzt nichts zum Thema Weihnachten gemacht, weil ich selber nicht der Weihnachtstyp bin. Möchte euch aber natürlich trotzdem die Leute, die immer noch nach einem Jahr auf meinem Channel, nach den chaotischen, nicht immer sehr professionellen Dingen da sind. Und ja, wir werden jetzt hier einfach so, während ich ein bisschen quatsche, werden wir einfach hier ein bisschen rumlaufen und die Gegend angucken, die ich innerhalb von, ich weiß nicht, wie lange, einem halben Jahr oder so erschaffen habe. Natürlich nicht jeden Tag am Spielen. Also insgesamt vielleicht in Monat, vielleicht nicht mal. Ich glaube, insgesamt Spielzeit ist es nicht mal ein Monat. Ja, man wird noch viele Kisten hier stehen sehen, aber das sollte uns mal nicht stören. Ja, was sagt man so zu Weihnachten? Als erstes natürlich ist es wichtig zu sagen, dass ich euch ein wirklich frohes Fest wünsche und hoffe, dass ihr nicht alleine feiern müsst. Und falls ihr doch alleine feiern müsst, ja, kann ich jetzt auch nicht so viel machen. Es tut mir leid. Aber ja, was war das nur für ein Jahr? Sehr viele schlimme Dinge sind ja auch passiert. Gerade im Sommer, ich weiß gar nicht, warum das immer im Sommer passiert, die schlimmsten Dinge. Ich glaube, da, weil da die Leute rausgehen. Ich zum Glück nicht. Und ja. Ich bin sehr unvorbereitet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist auch nicht so einfach, weil ich kann nicht zum Gameplay was labern oder so. Und man macht das jetzt auch nicht so oft so. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, zu Weihnachten das mit Iron Man gemacht. Da kommt hinzu, dass ich mit Iron Man leider nicht sehr gut auseinandergekommen bin. Dazu werde ich, wenn ich dran denke, hoffentlich im Silvester-Video was dazu sagen, was etwas länger gehen soll. Natürlich auch wieder total unvorbereitet. Ich mache alles eigentlich unvorbereitet. Ich nehme einfach auf und gucke, was passiert. Und ja, welche Projekte haben wir zum Beispiel angegangen? So, was hatten wir vor? Das Schöne ist, wir konnten zum Anfang des Jahres, wir konnten was, also schön ist es, dass wir danach was Neues anfangen konnten. Schade eigentlich, weil es tolle Spiele waren. Skyrim zum Beispiel von mir ein riesiges Herzensprojekt. Da ich dieses Spiel, ich habe keine Ahnung, schon alleine auf der PlayStation 3 über 300 Stunden lang gespielt habe. Ich müsste, und weiß ich nicht, wie viele Videos hatten wir auf YouTube? Ich glaube über 200, also das sind dann auch noch mal mindestens 100 Stunden obendrauf. Und ja, da kommt einiges dazu. Viele Dinge, die ich jetzt sagen werde, werden sich wahrscheinlich auch im Silvester-Video dann wiederholen. Weil, weiß ich nicht, es gibt in meinem Leben, mein Leben ist nicht so spannend, ne? Also ein Gronkh oder so hat natürlich sehr, sehr viel zu erzählen, weil, und so, aber ich führe ein relativ bescheidenes Leben. Mein Leben spielt sich hauptsächlich vor dem Bildschirm ab. Ich habe sonst kein. Was ist das denn? Kein großes ja, Leben. Entschuldigung. Aber ja, mir macht das halt Spaß und es ist in der Zeit, ich mache das jetzt seit 1,5 Jahren. Die Qualität der Videos hat sich zwar irgendwie verbessert, ich weiß aber nicht warum. Also am Anfang war es schlecht. Ich hoffe, man hört gerade die Waschmaschine nicht im Hintergrund.
war es nicht so toll, aber irgendwie hat sich das mit der Zeit verbessert, obwohl ich nichts großartig geändert habe. Also ich habe jetzt andere Kopfhörer und sowas. Am Anfang hat es ja noch gehallt. Dann habe ich Kopfhörer mir besorgt so und all sowas. Oh, ja, stimmt, hier ist ein Creeper explodiert. Das muss ich noch ändern. Und ja, Facecams wird es wahrscheinlich auch nicht geben, auch im nächsten Jahr nicht. Ich habe jetzt zum Ende des Jahres habe ich es geschafft, mir einen Laptop zu besorgen, um eigentlich Sachen wie, und da noch mal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an Jan. Ich weiß nicht wegen Nachnamen, du stehst zwar auf YouTube auch mit Nachnamen drin, aber Jan, du weißt, dass du gemeint bist. Der hat zum Beispiel, hat er sich hingesetzt, hat mich gefragt, hey, wie sieht's aus? Brauchst du ein Intro? Ich so, ja, eigentlich schon, ne? Und dann hat er mir welche gemacht. So, das erste fand ich persönlich, also es war super, auch animiert und so. Hat mir an sich gefallen, dass es gemacht ist, aber es war nicht mein Stil, also nicht die Musik und so. Und jetzt hätten wir ein Intro. Das Problem ist, ich bin zu blöd, mit YouTube umzugehen. Ich weiß nicht, wie ich das dorthin kriege. Wie ich das dann vor die Videos haue und sowas. Und das ist noch ein Ziel für mich, auf jeden Fall im nächsten Jahr solche Sachen herauszufinden. Ja. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr vielleicht auch noch ein paar Leute finden, die Lust darauf haben, mit mir Dinge aufzunehmen. Ich habe jetzt noch keine Spiele konkret da, aber ja, was wird jetzt zum Beispiel laufen? So als nächstes, oder im Moment läuft ja immer noch Assassin's Creed Origins und Elex. Und danach, ich weiß jetzt nicht in welchem Zusammenhang, also was jetzt nach was kommt, ne? Aber in Planung ist zum Beispiel Darksiders 2, so eine Remake-Version halt. Einfach weil ich mal gerne das spielen wollte. Und ihr kennt mich ja, ich spiele nicht immer die neuesten Spiele. Das war jetzt mit Elex, Origins, war das eher eine Ausnahme. Also Darksiders wird sogar schon vorproduziert. Kann dann also direkt rein theoretisch losgehen. Ark, was wir vor einem Jahr sogar als, ich glaube, als Silvester-Getorke als Hintergrund hatten, wie jetzt hier so, das läuft auch gerade an. Also es wird im neuen Jahr, wird es auch mal ein paar Folgen Ark geben. Es wird aber nicht viele geben. Also ich habe im Moment sind 20 geplant. Ob dann noch was kommt, ist sozusagen dann von euch abhängig, ob ihr sagt, ey, das hat mir gefallen oder sowas, weil Ark ist ein sehr langlebiges Spiel und wenn keiner das so richtig sehen will, dann lohnt sich das für mich nicht wirklich aufzunehmen. Nicht unbedingt, weil das ein schlechtes Spiel ist, auch wenn sich da die Geister scheiden, weil also mir gefällt es eigentlich. Klar, Verbesserungen gibt's, können in jedem Spiel rein. Und müssen, also es, ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, was soll man dazu sagen? Ja, hier in dieser Welt, nur für die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen skeptisch sind, was hier für Bauten existieren, hier ist nichts im, wie heißt der Modus? Kreativmodus entstanden. Sondern alles per Hand. Man kann hier immer noch Trophäen sammeln und so alles. Gut, wir haben zwar alle Platin, aber ja. Und was soll ich sagen? Ja, Ark wird vorproduziert. Doom wird vorproduziert, weil ich möchte gern nach den Rollenspielen vielleicht mal wieder einfach so richtig schön auf die Fresse. Ich glaube, das wäre eine gute Abwechslung. Und Minecraft steht an sich eigentlich auch noch irgendwo an, aber der Minecraft soll als Lückenfüller sein, wenn ich mal eine Trockenphase habe, so, ne? Also ordentliches Spiel ist schwierig. Minecraft ist ein tolles Spiel. Da kann man nichts gegen sagen. Es macht Spaß, aber
Ich kann jetzt natürlich nicht nach Rollenspielen noch 300 Folgen Minecraft aufnehmen. Das geht nicht. Das wird irgendwie blöd, weil viele mögen nun mal keine Rollenspiele. Ich bin ein Rollenspiel-Fan und normalerweise ist man auf dem falschen Kanal, wenn man keine Rollenspiele mag. Aber jeder hat so seinen Stil halt, ne? Und ja, was habe ich noch? Ich habe noch irgendwas. Ich habe Darksiders. Ja. Ja, ich glaube, das war's fürs Erste. Dann vielleicht noch Schatten des Krieges könnte noch gemacht werden, falls ihr sagt, jo, da hätten wir schon irgendwie Bock drauf. Kommt aber dann auch erst nach Doom oder so mal wieder was auf die Fresse, weil das doch eher in die Richtung Rollenspiel geht. Kann man jetzt sagen, was man will, ist eigentlich einfach so. Und ja, deswegen wäre es gut, da erstmal einen Ausgleich zu haben, mal wieder irgendwas, ne? 2018 habe ich gehört, soll zum Beispiel auch ein neues Battlefield rauskommen. Wann? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte unbedingt, verzeiht mein Englisch, wenn ich es nicht richtig ausspreche, Days Gone spielen. Darauf warte ich sehr, weil ich bin ein riesengroßer Zombie-Fan. Und wir haben hier tatsächlich noch nicht so viele Zombie-Games gehabt, oder? Haben wir überhaupt eins gehabt? nee, genau. Das Projekt mit Dying Light wurde leider eingestampft, was ich sehr, sehr schade finde. Was leider auch darauf zurückzuführen ist, dass man mit dem guten Iron Man oder wie auch immer er sich danach genannt hat, leider nicht im Guten auseinandergegangen ist. Was ich sehr schade finde, da er. Ne, ich will ihn jetzt auch nicht schlecht machen, ganz ehrlich. Es ist einfach so. So richtig Schuld hatte ich auf jeden Fall nicht. Vielleicht hat er ein bisschen überreagiert, aber jetzt ist die Sache einfach passiert. Damit müssen wir jetzt leben und so weiter. Neue Leute kommen auch in dein Leben, ne? Also oh, hier wollte ich noch gar nicht hin. Das Leben ist nun mal so, dass man Leute verliert oder Freunde verliert und neue dazu gewinnt. Ich verliere hauptsächlich Freunde. Aber so ist das nun mal, ne? Im Leben kann man sich nun mal nicht aussuchen, was so alles passiert. Ja, was ist denn noch so passiert? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, dann mir unter den Kommentaren zu schreiben, wie euer Jahr so war, falls ihr Lust habt. Ich habe auch eine Facebook-Seite, falls ihr, also sucht einfach bei Facebook nach allem, wie es auf YouTube auch ist, ne? Ragnar LP und auch der Figur als Profilbild. Ich selber mache da noch nicht so viel, weil ich auch gar nicht so genau weiß, was ich da machen soll. Aber ich bin für Vorschläge immer offen und so weiter. Und ja. Hier kommen wir in die Mine. Das hier ist leider, also das jetzt sieht man vielleicht so, oh Alter, riesig. Das ist auch mega riesig. Weil ich mache das immer so, wenn ich mit Minecraft neu anfange. Ich baue mich irgendwo erstmal runter und dann wird dort alles abgetragen, weil man ganz unten die beste Chance auf alle Rohstoffe hat, also Diamanten, alles. Ich werde jetzt ja auch nicht jede Ecke sehen, weil hier wird man nichts sehen, außer dass es irgendwo zum Turm geht, weil der Turm geht von ganz unten bis nach ganz oben. So, ja, ich überlege gerade, was passiert. Genau, ich habe meinen Gabelstapler-Führerschein zum Beispiel in diesem Jahr gemacht, was einfacher war als erwartet. Obwohl ich mit viel Panik eigentlich daran gegangen bin. Also Panik innerlich. Ich habe mir äußerlich echt nichts anmerken lassen. Hier regnet's. Bescheuert. Aber ich habe ihm im Endeffekt dann bestanden. Und das war eins meiner Highlights eigentlich.
in diesem Jahr, weil ansonsten hatte ich nicht sehr viel. So, ne? Immer noch Single, was auf der einen Art immer noch perfekt ist, weil ich glaube, so schnell findet man keine Freundin, die mit diesem Lebensstil, den ich an den Tag lege, klarkommt. Da ich ein sehr sprunghafter Mensch bin, würde ich mich jetzt mal bezeichnen einfach. Es einfach liebe, neue Dinge auszuprobieren und sowas. Und weiß ich nicht, ich mag gerne Abwechslung in meinem Leben. Und ja, so jetzt wären wir hier. Und dann noch meine ganzen Games. Ne? Also, das ist wirklich eigentlich die einzigste Konstanze. Konstanze? Nee, Konstante? 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 Nee, Konstante? Nee, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das mache ich halt regelmäßig, aber eigentlich auch unregelmäßig. Also, es ist klar, wenn es keine Videos mehr da sind, muss ich aufnehmen. Aber manchmal nehme ich halt weit im Voraus auf. Elex zum Beispiel habe ich innerhalb von 3 Tagen, glaube ich. Oder vier? Nee, ich glaube, es waren 3 Tage, habe ich 70 Folgen aufgenommen. 70 Folgen. Ich habe von morgens bis abends, ich habe Elex gezockt. Habe nichts anderes gemacht als aufgenommen, aufgenommen, aufgenommen. Und das ist natürlich hart. Und wenn man eine Freundin hat, kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Aber vielleicht hat man dann auch den Vorteil, dass die Freundin sagt, ey, mach mal eine Pause. So, und ich war danach echt fertig. Also abends immer, ich war wirklich kaputt. Mein Hals am Schmerzen und sowas. Und Gott sei Dank bin ich in diesem Jahr von Zucker auf Honig zum Beispiel umgestiegen. Als Süßungsmittel für Tee und so. Und hatte dann Honig und Tee zu Hause, was unerlässlich ist, wenn man aufnimmt. Ganz ehrlich, es ist unerlässlich. Und sollte sowieso jeder zu Hause haben, weil es ist ein Vorteil. Sobald du Halsschmerzen hast oder ein Kratzen im Hals, sogar Husten. Schleimiger Husten. Ich hatte gestern Abend zum Beispiel, na gut, schleimig war der jetzt nicht, aber ich hatte Husten und so richtig schon fast Reizhusten. Eine Tasse heißen Tee mit, kalten Tee gibt es eigentlich auch eher weniger, wäre dann der Eistee, mit Honig und schon ging es mir gut. Ich konnte schlafen, alles super. Und kam auch plötzlich. Ich weiß nicht, habe ich aber auch viel gequatscht. Weil morgens noch Assassin's Creed Origins aufgenommen und für die Feiertage, weil ich nicht weiß, wie die Lautstärke hier wird. Hatte ich aber auch erwähnt. Und dann habe ich den ganzen Tag mit ein paar Kumpels GTA gezockt und ich war so fertig später. Und dann haben wir viel, viel Blödsinn gemacht, wo man dann auch die Stimme ein bisschen verstellt und sowas. Und ja, da war dann ganz schnell Feierabend. Und hier sind wir jetzt in meiner Glaskuppel, wo man ein bisschen was da unten sieht. Leider sind wir nicht auf dem Computer, mit Shadern und sowas ist leider nicht so möglich. Ist schade, kann man aber auch nichts machen. Und man kann hier sogar. Warum ich das gemacht habe, ich fand, das war eine gute Idee. Irgendwie einfach. Und ja, in diesem Jahr habe ich, also der Grund auch, warum ich dann von Zucker auf Honig umgestiegen bin, ist, dass ich gemerkt habe, dass Zucker meinem Magen sehr zusetzt. Also sprich Magenkrämpfe und so weiter. Auch Sachen, auf die ich nicht unbedingt eingehen möchte. Euch zuliebe. Und ja. Deswegen bin ich dann auf Honig umgestiegen und seitdem. Es ist nicht hundertprozentig besser, weil egal was du heutzutage isst, da ist Zucker drin. Du kannst, weiß ich nicht, Rosenkohl essen, ist Zucker drin. 100 Pro. Also so ist das irgendwie geworden. Ich weiß nicht, warum auf diese Idee kam, aber überall muss Zucker rein. Und deswegen ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist immerhin einer. Und man fühlt sich auch allgemein angenehmer, wenn man einen Tee anstatt mit Zucker, mit Honig, der Geschmack also du hast es nicht einfach süß oder zuckersüß, sondern du hast halt irgendwie so eine milde Süße drin, die gut zum Tee passt, die das Bouquet des Tees dann auch nicht kaputt macht, finde ich persönlich. Jeder hat eine andere Meinung, das ist meine und komm damit klar. Nein. ich überlege, was denn noch? Ich habe echt kein tolles Leben, ehrlich gesagt.
Schwierig. Ja, ich glaube, das war es soweit. Nee, ich weiß gar nicht, da ist Torsauer. Ich überlege gerade, aber ich glaube, das war es soweit in meinem Leben. Und falls mir was einfällt, kommt das ja sowieso dann zu Silvester noch. Und auch die Pläne fürs neue Jahr. Auf jeden Fall, es stehen sehr, 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 sehr viele Ideen und Spiele an. Nächstes Jahr soll angeblich sogar DayZ für die Konsolen rauskommen. Was mich persönlich freut, da ich nun mal nicht das Geld für einen eigenen ordentlichen Gamer-PC habe und eigentlich ein großer DayZ-Fan bin oder allgemein eigentlich Zombie, Survival und so weiter. Also Survival, Zombie kann man einmal getrennt und zusammen. Survival-Spiele, Zombie-Spiele, das ist so meine Leidenschaft. Und Rollenspiele natürlich auch, was meistens mit Survival-Spielen sowieso eigentlich ein und dasselbe ist, weil du schlüpfst ja trotzdem in die Rolle einer Person. Und Ballerspiele sind dann dementsprechend eigentlich auch Rollenspiele. Aber ich mag natürlich auch einfach mal ein Battlefield oder sowas, aber meine Hauptprämisse ist eher ein Rollenspiel, ein schönes oder so. Ja. Wo man mal nachgucken kann, ich bin nämlich nicht der Einzige, der hier baut. Skyrim baut hier nämlich auch. Da hinten haben wir ein Feuer sogar mal gemacht. Mal, je weiter wir so machen, desto näher kommt der Berg. Guck mal links. Und jetzt immer weiter in die Mitte. Guck mal, der Berg verschwindet. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Handy funktioniert. Oder ist Blitz eingeschlagen? So, hier haben wir zum Beispiel auch ein Hexenhäuschen. Nichts Besonderes. Es sind immer so Ideen, mit denen ich anfange, die ich dann mache und so. Braustand und sowas. Und ich weiß gar nicht. Zutaten. Deswegen mag ich solche Spiele. Ich errichte auch nicht ein Haus, sondern ich errichte 1000 Häuser. Ich arbeite immer daran, große Städte und Dörfer. Also es fängt an mit einem Haus, damit fängt es immer an. Und dann kommen immer mehr Häuser dazu. Was kann man noch für Häuser? Hier, das sind alles, sollen Wohnhäuser darstellen hier. Die sind nicht mal bewohnt. Nichts ist da drin. Einfach als Deko-Element. Irgendwann kommt da was rein. Einfach, um weiter zu dekorieren. Aber ja. Und die Brücken hier sind noch nicht fertig. Die sind nämlich noch relativ neu. Und ja, aber ihr könnt mal erzählen, was macht ihr so? Man sieht es eigentlich noch. Habt ihr euch einen Tannenbaum geholt oder habt ihr keinen Tannenbaum und warum nicht? Solche Sachen könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das möchtet. Würde mich sehr darüber freuen. Das, was Cycrim da gebaut hat, das muss ich noch abreißen. Das ist Mist. Tut mir leid, Cycrim, du guckst dir das hier bestimmt an, um einfach zu erfahren, was ich hier für Scheiße laber. Und ja, das hat er schon wieder gemacht. Der macht immer Sachen, die er nicht machen darf. Und ja. Einfach mal in die Kommentare rein, wie euer Weihnachtsfest so verläuft oder wie ihr euch das eigentlich wünscht. Was esst ihr zum Beispiel? Und jetzt kommt nicht, dass jeder an mit, wir essen fett Spanferkel. Denn nicht jeder isst Spanferkel. Bei uns zum Beispiel, das ist eine gute alte ostdeutsche Tradition. Wird, ich glaube, das ist eine ostdeutsche oder eine deutsche. Alter, der hat das ja sogar weitergebracht. Das sieht cool aus. Gibt es Kartoffelsalat und Würstchen? Ich frage mich auch, wer sich diese Idee ausgedacht hat, aber. Irgendwie geil. Alter, warum hat er hier so viele Tiere? Müssten eigentlich noch einen Weihnachtsbaumschmuck hier haben in dem Spiel. Sieht komisch aus. Aber Cyclone ist kein Fan von Fenstern.
Jetzt geht das hier schon fast wie eine normale Folge, so lang soll es gar nicht gehen. Vielleicht sollten wir den Rest für Silvester-Video aufnehmen. Falls ich es überhaupt schaffe. Es kann auch sein, dass es überhaupt keins kommt, weil ich es einfach nicht schaffe. Ja. So, und heute bin ich zum Beispiel bei meiner Schwester, das kann man zum Beispiel noch erzählen. Ich habe sehr viele Jahre lang, ein paar wissen es, ein paar nicht, oder viele wissen es nicht, ein paar wissen es, habe ich ja, war ich ja sehr alleine, also nicht einfach nur so, oh Gott, der hat keine Freunde, nicht schon seit noch nie, keine Ahnung. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich mit meiner Familie ungefähr 6 Jahre lang, bevor ich nach Leipzig gezogen bin, was vor 1,5 Jahren ungefähr war, also knapp 2 Jahren, sagen wir mal so, hatte ich eigentlich nichts bis, also fast gar nichts bis nichts hatte ich mit denen zu tun gehabt. Und ich bin natürlich, ich selber fühle mich eher wie ein Fremder in dieser Familie jetzt. Ne? Auch ich jetzt eingeladen werde, ich habe Weihnachten 6 Jahre lang nicht gefeiert, warum auch? Ich habe meinen Geburtstag nicht gefeiert, ich habe nichts gefeiert, gut, feiere ich heute immer noch nicht. Da auch vieles unpersönlich geworden ist mit der Zeit von WhatsApp und so. Aber ja, ich fühle mich da ein bisschen fremd und muss mich da erstmal einleben in die ganze Geschichte, weil ich bin auf der Straße groß geworden, also wirklich auf der Straße. Und Umgangssprachen waren dort eher, lass die Fäuste fliegen. Das kann ich keinem empfehlen. Aber dort musste man wirklich ums Überleben jeden Tag kämpfen. Und zum Beispiel sage ich auch einfach mal Arschloch. So. Und ich habe Neffen und Nichten und mir kommt so, ne, es ist natürlich, ich, ne, aber es ist halt mein Leben gewesen und ich habe immer so das Gefühl, man versteht das einfach nicht. So, dass ich nicht in der wohlgehüteten Atmosphäre groß geworden bin, wie die dann irgendwann, als sie von zu Hause weg waren. Ich musste wirklich Tag für Tag ums Überleben kämpfen und also am Rande von abgestochen werden und sowas, ne? Und ich habe viele Freunde in der Zeit kennengelernt. Ein paar davon sind mir heute noch geblieben, zum Beispiel auch die liebe Jenny. Wenn Jenny das sieht, freue ich mich darüber, dass sie das gesehen hat und wünsche dir auch nochmal persönlich hier über dieses Video ein frohes Fest. Ich schreibe dir nachher. oder morgen. Ich glaube morgen. Ich glaube, ich schaffe das heute nicht mehr. Und ja, würde jetzt hier abschließend sagen, frohe Weihnachten euch allen. Tut mir leid für dieses Video. Ich musste irgendwas machen, weil darum. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal von irgendwas. Ich weiß es nicht. Schreibt eure Sachen in die Kommentare, was ihr euch wünscht, was ihr vielleicht bekommen habt, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich bin gespannt. Also, bis dahin.